Ja, wir sind mittlerweile an unserem Hafen angekommen für heute. Wir wollten eigentlich nach Luxemburg fahren, aber dann kam mir die Blitzidee, ach, wir können ja mal ein bisschen eher stoppen. Ja, wir sind jetzt auf dem Camping de la Citadel in Vaudor. Genau. Wir sind Uli und Freddy von One World Thousand Places und sind mit unserem Bürstner Exeo unterwegs. Wir treffen nette Menschen, zeigen Wohnmobile und Kastenwagen, nützliche Dinge für den Campingalltag und reisen durch Europa. Wir nehmen euch gerne mit auf unseren kleinen oder großen Abenteuern. Wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach mit. Hier ist ein richtig schnuckliger kleiner Campingplatz, kostet uns bis morgen 14,40 Euro, das sind wir gerne bereit zu zahlen. Wir haben eine riesen Parzelle, reichlich Platz nach unten und ja, da sind wir uns ganz gut mit. Ne? Ja, und jetzt gehen wir mal Richtung Citadel. Der Citadelle, ihr seid dabei. Das ist wieder was für uns Durchtrainierten. So, wir beiden waren jetzt ganz schlau. Wir sind jetzt hier den steilen Berg hochgegangen. Und da ist die Zitadelle. Aber wir stehen quasi auf einer Mauer, da kommen wir gar nicht runter, jetzt können wir nicht ganz mehr zurückgehen. Uli ist schon in der Start Position. Ja, los geht's, Schatz, lauf los. So, wir hoffen jetzt mal, wir haben jetzt den richtigen Weg eingeschlagen. Also, da geht's nochmal steil hoch. Und da hinten aus dem Hügel sind wir gekommen und dann hier an der Seite runter. Ja, das ist überraschend, ob das jetzt richtig ist. Aber ich bin da sehr pessimistisch. Ja, wir haben mal eben eine Zeitreise gemacht. Wir haben Schnipp gemacht und da waren wir plötzlich in den 40er Jahren oder so. Ja, ist echt der Hammer an dieser Zitadelle. Da ist irgendwie eine Festivität. Da ist halt so aufgebaut wie damals, ja, ich sag mal zur Kriegszeit mit den ganzen Fahrzeugen, Zelte, Kostüme. Hier laufen Soldaten rum, amerikanische Soldaten, amerikanische Musik. Das ist ja mal der Hammer, wo wir hier stehen. Ein amerikanischer Truck und hier ein Jeep und hier drüben gehen wir jetzt mal hin. Da ist nämlich jetzt ein Lager. Ach so. Das gucken wir uns mal an. Hier vorne sind wir schon gewarnt worden, Militärzonen. Mal gucken. So, im Eingangsbereich steht auch, dass man nicht rauchen darf. Jetzt weiß ich auch warum, weil wenn man neben den Fahrzeugen steht, riecht man Benzin. Also besser nicht rauchen.
Hier haben wir jetzt mal so ein richtiges, authentisches Lager. Die Leute sind alle noch aus der Zeit. Nein, aber die sollen die darstellen. Aber freundlicherweise dürfen die auch filmen für YouTube. Macht sich wunderbar, ganz toll. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet hier. Das ist so super. Frau weiß, dass sie hier sind, nicht bei anderen Frauen. Aber wir sind nicht dieselbe Zeit. Hein. Das ist der Erste Weltkrieg. Ich bin von die. Ja, parce que ils rouillaient plus. Et puis, Seulement. Guten Tag. Speak French? Speak French? Yes. Après, on a donc. Wolltest du ein Spiel machen, wie er die Waffen erkennt? Ich erkenne da nichts. I don't speak German. So, this is the flare gun, okay? So, you use like this, you take the ammunition, it is, tack, it's just for the light, okay? That's in first for German, after English and French. Mm-hmm. That's just for position, enemy, or to see the no-man's land. Here, that's the Luger P-08. That's for the German, the officer, or the gunner, okay? So you take it like this, and you shoot the 8 munitions. Why 08? Because it was made in 1908, okay? That's the ruby. It's French. Ah, baguette. So, it's for the gunner or the officer. For example, my lieutenant have hit, me I have one. It's just a resin. So that's like for the gunner, because the gun, the machine gun, I take it. It's not good. I take a pistol.
Here's the Weble. That's an English gun, except for the officer. So it's with six rounds, and you can shoot. Et ben tout simplement, une attaque au galet, so, faut faire pipi sur la compresse. Here, ça coule, we have sur la bouche, the Lee Enfield. That's an English gun. You have 10 ammunition. Mm-hmm. It's a good gun. L'armée française va here, développer we have des masques à gaz, the Moser. Moser, it's for the Deutsch. Mm-hmm. Okay? So, it was equipped by every fantassin or carabiner. Okay. C'est parti. They forgot the Lebel. Et en 1918, the Lebel. That's for the French. Or, we have here the Berthier. For the French too. And here, we have the Mousqueton. Okay. Voilà. It's for cavalry, artillery, and not for fantassin. Mm-hmm. It was for fantassin in 1980. And here some example of bayonets. Et après, on a les casques. So here was the Moser. And here is a Mosali, a Rosalie, en guerre avec un képi. To French. So, French, int, English, cut, and Dutch, break. Les statistiques, c'est les blessures. So, that's the pantalon rouge, oublie pantalon rouge, c'est vraiment I'm gonna talk to you after to the equipment, donc, because my friend don't speak really good English, and I'm gonna talk about the French. You can talk with other guys, come in 5 minutes, okay? Okay. Moi, de mon côté, je vais vous présenter les armes, les grenades. Si vous voulez un petit jeu pour les enfants, c'est toujours sympa. Comment ça marche? Alors, les enfants, des plantes. Nous allons faire un jeu. Préserver, donc, vous avez... Parce qu'il y avait... Ja, wer damals verletzt wurde, wurde, ja, ich sag mal, in ja, nicht so medizinisch fortgeschrittenen, ja, wie heißt das? Art versorgt. Genau, danke. Ist ein bisschen warm. Also man kann es hier sehen, hier ist das Lazarett. Und hier hinten haben wir gerade Waffen erklärt gekriegt, in dem Bereich. Ist natürlich alles ein bisschen spooky, wenn man erzählt kriegt, welche Arten es davon, also dass jedes Land eigentlich seine eigene Art dazu zu stechen, zuzuhauen, zu schießen, welche Art von Waffen es gibt und so, das war makaber. Aber ist mal interessant, das zu hören. Also. Ja, dass es dann so schöne kleine Waffen gibt, nicht wie dann Gewehre, die kann man dann mal eben so... Pistolen so rausziehen und bum 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 und genau, ja, super. ja, wir sind hier eigentlich, wir haben eine Zeitreise gemacht, wir sind waren hier in den 50ern, wir waren im Zweiten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg und irgendwo ist ja noch Mittelalter, das suchen ja, wir noch. Dann, ja, finden wir auch noch. Aber das ist, da tut sich eine Veranstaltung vor uns auch und wir mussten keinen Eintritt zahlen. Wir haben erst gedacht, wir kommen hier gar nicht rein. Und dann sind hier überall gut verkleidete Menschen und so. Die haben auch alles schön erklärt, teilweise auf Deutsch. Bin ich total überrascht. Mhm. Ja, wir quälen uns einen ab. Bitte? Lieb, nett, das macht richtig Spaß. Vor allen Dingen war das so richtig spooky, wo wir hier an die Wand oder hier zu dieser Zitadelle gegangen sind. Und dann, wo ich die Musik gehört habe, ich habe gedacht, irgendwo, dass das irgendwo besetzt wurde. Und dann halt irgendwie so ein Zeltbesetzung irgendwie. Ich wusste ja gar nicht, dass halt so eine... Das sind auch so richtige Feldsituationen, die wir haben, also Feldlager, die aufgebaut sind, aus den unterschiedlichen Zeiten. Hier fahren Jeeps, hier fahren LKW aus den 50ern. Also ist der Hammer. Ich bin ja gerade bei der Infanterie, das ist ja schön zu sehen. Da. Und ich meine, wer seine Beine verloren hat, für den gab es dann natürlich diese komischen Stelzen da. Da konnte er dann weiterlaufen und noch weiter schießen konnte, dann haben wir da hingestellt. Und hier hinten ist wirklich so lebensecht. Erste Hilfe Dame ist auch dabei, ne, vom Roten Kreuz. Jetzt vielleicht nötig, ne? Und jetzt wird hier gerade Holz gehackt, nach guter alter Art. Aber irgendwie musste ja auch gewärmt werden im Feld. Und ich hau da mal drauf und der kann das sogar. Ja, zwei Schläge, das war es gehackt. Oh, so geht das hier weiter. Das ist ja alles die Zitadelle. Und das ist ein wahnsinniges Schauspiel hier. Auch wenn es teilweise ein bisschen makaber ist, aber es macht trotzdem Spaß. Muss man sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall.
or CSRG 1915. It was created in 1915, but used in 1960. So you have 20 ammunition. It's open for the reader to see it. But because it's open, there are everything passing. And if everything will pass it, the gun crack. Mm-hmm. So you can't use it. It's because why you have the ruby. You want to try it? It's right. A lady with a gun. Guess you. It's là-bas parce que moi ici je suis pas. Oh non. Mais on est dans 5 empires. Pour moi c'est déjà ça, ça vous sauve. Hier, wie soll es anders sein, sind wir gerade im Mittelalter, damit wir auch alles durch haben hier. Also das sieht hier so rittermäßig, Rüstung hinter der Uli, die zieht die gleich an. Die nein, Rüstung. Nein. Ja, ziehst du gleich an. Ich passe da Gott sei Dank nicht rein. Da hat der Dick, also korpulenter sein, echt einen Vorteil. Auch nicht schlecht. Win-win. Aber sie kämen auch damit in sein Auto rein. Hier haben wir jetzt so ein schönes Camp. So, und... Hier wird gerade Bogenschießen gemacht. Das kriegen die Leute beigebracht, wie sie mit einer Harpune hat, ne? Nee, nicht Harpune. Nee, wie heißt das nochmal? Armbrust. Armbrust, genau. Armbrust heißt Harpune. Geil. Sind immer noch irgendwie geflasht. Ja, wir kamen übrigens absolut unerwartet rein, erst von der falschen Seite hier hoch und dann haben wir den Weg richtig genommen und dann dachten wir, oh, hier muss man Eintritt zahlen, hier kommt man gar nicht rein. Ist nicht mit Eintritt, nicht wie in Deutschland, alles kostet Geld. Und dann haben wir diese herrliche Kulisse hier entdeckt und wir sind total geflasht dabei. Noch diese Musik aus den 50ern. Ja, das ist alles richtig toll gemacht, ne? Alle nett und freundlich, hilfsbereit, versuchen uns was zu erklären. Selbst auf Deutsch, und das finde ich ganz toll, weil dann schämt man sich so ein bisschen, dass man die französische Sprache nicht beherrscht oder zumindest ein paar Brocken davon. Also gut, merci und so was können wir auch, ne? Aber ja, ansonsten sind wir da ziemlich dumm. Und jetzt wird's richtig spooky. Wir gehen durch das Tor der Zeit.
Und nach der ganzen Geschichte da unten mit der Zeitreise sind wir jetzt mal einfach in die Zitadelle reingegangen. Ja, wir haben eigentlich gedacht, das ist ja nicht groß. Wir brauchen auch nichts zu trinken mitnehmen. Aber dass in dieser, hinter den Mauern im Prinzip also ein Dorf oder eine Stadt lauert, hätten wir auch gar nicht gedacht. Also da müsst ihr unbedingt hin, das ist echt der Hammer. Also mit einer richtigen Filmkulisse da drin, da sind Gebäude, ich denke, dass die aus dem Zweiten Weltkrieg, dass sie da zerstört wurden und das steht noch genauso da, die Wand. Also das ist hier der Hammer. Man hat echt das Gefühl, man ist in die Zeit versetzt. Wenn die ganzen Autos hier nicht stehen würden, dann ja, würden wir uns echt am Kopf kratzen und sagen, wir sind jetzt gerade irgendwo falsch reingegangen. Ja, vor allen Dingen sieht das eigentlich so von außen, ja, einfach nur aus, man geht rein, guckt sich an, so wie so eine Festung, ist schön. Aber das ist wirklich eine Stadt hier drin, ist mit Restaurants. Und hätten wir das gewusst, wir haben natürlich auch wieder kein Geld bei, man hätte hier echt schön essen können. Ja, dumm, ganz dumm. Hier dauert es sogar eine richtige, so eine kleine Kathedrale oder was. Also, das ist ja Hammer, wenn ich mich jetzt mal drehe, ich zeige gerade die ganzen Bilder im Film, kann man das hier sehen, das ist so, als wenn wir in die Zeit vom Zweiten Weltkrieg gepackt worden hier. Nur die Autos stören, ne? Ja. Ja. Aber. Hat was, wir sind geflasht. Wir sind total geflasht. Und nur wieder durch Zufall. Ja, nur weil ich spontan gesagt habe, ach, weißt du was, komm, damit du früher in Ruhe hast vom Fahren, lass uns mal an einen anderen Ort fahren. So lieb zu mir. Das hat wieder voll gepasst. In der Hammer. Jetzt gehen also, wir so langsam zurück. Ja, ich bin auch fix und fertig. Auch wenn man über diese Brücke geht, praktisch Richtung Zitadelle, da meint man, man ist ja schon hinter den Mauern. Nein, da muss man erstmal noch durch einen Tunnel gehen, 30 Meter, um dann auf diesen eigentlichen Platz zu kommen. Und plötzlich steht man da vor einer Fassade, die da lose da steht. Ja, so wirklich wie nach einem Bombenangriff. Und die einzelnen Häuser so wie aus der Zeit. Also teilweise auch sehr liebevoll gemacht. Ich denke, da leben sogar Menschen drin. Also richtig das Dorf hier. Das ist hier. Ich warte jetzt nur darauf, dass hier gleich ein Kamerateam um die Ecke kommt. Das ist das Einzige. Nee, hier sind wir auf der Wiese. Hier sind wir auf der Wiese.